Hey, yo Leute, Cramix hier und in diesem Video werde ich euch einen neuen Glitch zeigen, mit dem man ganz einfach Haie im Online-Modus spawnen lassen kann. Und das Ganze funktioniert eben auch, wenn man Freunde dabei hat, und damit kann man eben echt ziemlich viel Spaß haben, indem man so ein bisschen seine Freunde trollt, indem man den Glitch einfach ganz schnell anwendet, denn ihr werdet auf jeden Fall gleich sehen, dass dieser Glitch echt richtig einfach und schnell funktioniert, und dann werden sich eure Freunde auf jeden Fall wundern, warum da auf einmal ein Hai ist und sich auf jeden Fall richtig schnell aus dem Wasser verpissen wollen. Und wie dieser lustige Glitch funktioniert, das werde ich euch jetzt zeigen. Ich habe ja gerade eben schon verraten, dass dieser Glitch wohl ziemlich einfach funktioniert, und alles, was ihr für diesen Glitch benötigt, ist rein gar nichts. Man braucht wirklich gar nichts für diesen Glitch, ihr müsst euch dafür einfach nur ins Meer begeben. Da, wo ich mich hinbegeben habe, das habe ich euch jetzt mal auf der Karte gezeigt. Das Ganze funktioniert natürlich noch an mehreren Stellen im Meer, aber da, wo ich mich hinbegeben habe, da habe ich jetzt einfach mal einen Platz markiert im Meer. Ja Leute, da müsst ihr jetzt wie gesagt einfach hingehen. Ich bin da jetzt einfach mit einem Busser-Kampf-Heli hingeflogen, aber da könnt ihr auch hinfahren, das ist wirklich völlig egal. Ihr müsst euch dafür einfach nur zu einer Stelle im Meer begeben. Seid ihr dann dort angekommen, dann müsst ihr euch einfach nur noch ins Wasser reinbegeben, und ich bin jetzt hier erstmal ein bisschen abgetaucht, um euch wirklich zu zeigen, dass da im Wasser noch gar kein Hai vorher drin war, um euch wirklich zu beweisen, dass dieser Glitch zu 100% funktioniert. Ja Leute, wie ihr sehen könnt, hier ist kein Hai vorhanden, und alles, was ihr jetzt für diesen Glitch tun müsst, ist einfach nochmal kurz an die Oberfläche schwimmen, sodass ihr nicht erstickt, und jetzt drückt ihr einfach kurz euren PlayStation oder Xbox Button, sodass ihr die Anwendung nicht schließt, sondern nur ins Menü kommt und geht dann nach 2 Sekunden wieder ins Spiel zurück. Jetzt taucht ihr einfach unter, und dann werdet ihr auch schon sehen, dass sich im Wasser nun ein Hai befindet. In meinem Fall hat dieser sich leider nicht bewegt, aber es kann auch sein, dass diese sich dann tatsächlich bewegen, und ich kann mir das Ganze einfach nur wirklich extrem lustig vorstellen, weil das, ja, weil es einfach so abartig einfach funktioniert. Ich meine, falls man mal mit seinen Freunden unterwegs ist auf einem Boot, dann muss man einfach kurz schnell ins Wasser springen, geht kurz auf den PlayStation oder Xbox Button, und dann werden sich eure Freunde auf jeden Fall fragen, warum da ein Hai im Wasser ist. Wie gesagt, ist echt ziemlich einfach, und damit kann man bestimmt richtig geil seine Freunde trollen oder eben auch ein bisschen Spaß haben, und dann hoffe ich natürlich immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn im System, prügelt jetzt immer auf den Like-Button ein für einen größeren Bizeps. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, euer Cramix. Ha, verarscht, Leute, ich bin immer noch da, und herzlich willkommen zur Endcard. Hier kommt ihr zum letzten Video. Da gibt es auf jeden Fall brandneue Infos zum Banküberfall DLC. Hier könnt ihr mich natürlich auch gerne abonnieren, indem ihr hier auf die reizende Dame klickt, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr euch noch GTA 5 für die PC-Version vorbestellen wollt, dann könnt ihr es natürlich auch gerne über meinen MMO-Link machen. Bis dahin, haut rein, Leute, euer Cramix.